Messen sind immer große Gelegenheit und wir haben hier eine einmalige Gelegenheit. Ihr kennt möglicherweise aus dem Internet, ihr kennt wahrscheinlich von Facebook, ihr kennt aus Prospekten, das sind solche Zeichnungen, wie sie viele Hersteller von ihren Booten zeigen, wo man sich einen Einblick davon verschaffen kann, wie so ein Boot aufgebaut ist, wie die Struktur funktioniert und warum die Boote tatsächlich so gut sind. Wir setzen da noch einen richtig drauf und kommt mal mit. Ich stehe hier neben einem Finval 555 und nicht neben irgendeinem, sondern tatsächlich haben wir hier ein Boot mitgebracht, wo wir einfach die komplette Verkleidung weggelassen haben. Sowas sieht man sehr selten. Und was man hier sieht, Aluminium, soweit das Auge reicht. Die Materialien, die hier verwendet werden, das sind keine Bleche, das ist richtig dickes Material. Unsere Boote sind aufgebaut aus Aluminium der Stärke 3 oder 4 mm und das durchgängig. Der Rumpf ganz unten ist 4 mm Aluminium, die Seitenwände und die Konstruktion ist aus 3 mm Aluminium. Das ist eigentlich eine Sache, die uns von den meisten anderen Herstellern deutlich unterscheidet. So habe ich selbst noch nicht in dem Boot gestanden. Was sofort auffällt, wenn man sich das hier anschaut, das ist kein Blech, was irgendwie zurechtgebogen wird. Hier ist alles passend auf Gärung geschnitten. Hier wird alles vernünftig zurechtgepasst. Hier werden keine Bleche so gebogen, dass sie reinpassen, sondern alles passgenau vorgefertigt, passgenau miteinander verschweißt, sodass wir wirklich eine robuste Konstruktion haben. Hier sieht man auch schon eine der Features, über die man sich später freuen wird. Hier haben wir wieder die Staukästen. Hier kommt das Livewell später mal rein. Hier haben wir die ganzen Staukästen, die mit den Abflussrinnen versehen sind, damit kein Wasser in die Kästen eindringen kann. Und man sieht, egal wie tief man hier reinblickt, es ist wirklich alles Aluminium, von oben bis unten komplett verschweißt. Hier ist nichts genietet, hier ist nichts gebogen, hier ist alles robust und aus vollem Material. Ich stehe jetzt hier ziemlich genau auf der Kiellinie des Bootes. Und was man sieht, wie tief ich hier drin stehe. Unsere Boote haben ein wahnsinnig tiefes V. Das fällt einem auf, meistens wenn man hinter dem Boot steht und da drauf guckt auf den Außenborder. Man sieht aber auch, so wie ich gerade hier drin stehe, durch das tiefe V erreichen wir natürlich wahnsinnig gute Rauwassereigenschaften und die Boote schneiden die Wellen, wie man es eigentlich selten erlebt. Das ist eine hervorragende Sache. Wir finden, richtig gute Angelboote sollten natürlich funktional sein, sie sollten gut aussehen, sie sollten was hermachen, aber auch unter der Fassade sollten die Boote ehrlich sein. Und wenn man sich das hier anschaut, kann man sagen, die Kriterien werden von dem Hersteller wirklich ernst genommen.